Ja, hallo ihr Lieben. Ich habe ja gestern ein bisschen was gegossen. Das seht ihr hier schon. Und ich wollte das eben abfilmen, wie ich jetzt halt alles aus den Formen raushole. Und ich hoffe ja, dass das was alles geworden ist. Und dann schauen wir mal. Ich fange hier einfach mal mit diesen kleinen Sakura-Blütchen an. Das sind wirklich ganz feine, filigrane Blütchen. Ich glaube, ja, also das ist so ein ganz blass rosa, schon wirklich transparent, was ich hier genutzt habe. Zeige euch das einfach mal so der Reihe nach. Ich hoffe, ich halte euch das auch lang genug in die Kamera, dass ihr ja ein bisschen was erkennen könnt. Hier nehme ich dann Flügel. Die sehen dann so aus. Hier habe ich, ich glaube, drei verschiedene Farben gegossen. Oh, das ist hier super drüber gelaufen. Müsste ich das mal durchbohren? Ja, ganz so toll ist das jetzt auch nicht geworden. Hier hätte ich nur Restharz eingegossen. Und ich glaube, das hätte ich sein lassen sollen, weil das sieht jetzt nicht so ganz prickelnd aus. Dann habe ich hier einmal diese Kirschblüte. Die Sonne nicht richtig durchgeerdet, das ist noch ein bisschen weich. Dann habe ich hier einen Stern. Hier ist der Mond. Dann auch hier eine gelbe Katze. Ich hoffe, die ist was geworden, weil die Pfötchen hier oben und der Schwanz ein bisschen filigran. Aber das hat dann noch gut. Gut geklappt noch. So, dann habe ich hier einmal so einen Bulli-Kopf. Und der ist auch ganz gut geworden. Auch die Farbe gefällt mir, die ich da genutzt hatte, aber von der Farbe habe ich nicht so viel da. Dann nehme ich mal das zweite Tablett. Da habe ich auch noch ein bisschen was liegen. Ich fange hier mal an mit dem einen Schokoform. Ja, ich muss das aber noch alles ein bisschen liegen lassen. Das ist noch nicht ganz durchgeerdet. Dann einmal hier diesen Wolf. Und die Pigmente, die finde ich auch richtig schön. Wenn ich vielleicht ein bisschen undeutlich sprechen sollte, ich weiß es ja nicht, war heute wieder beim Zahnarzt und da wurde wieder was am Zahn gemacht und rumgebohrt und tut noch alles ein bisschen weh. Habe ich hier ein Buch. Das denke ich mal, werde ich aber vielleicht nochmal mit UV-Harz drüber gehen, dass es hier glänzt. Weil matt gefällt mir das dann doch nicht. Es muss schon so glänzen wie hier. Dann habe ich hier noch eins, das ist in einem blassbraunen und transparenten Braun. Ich denke mal, dass ich dieses Pigment hier komplett aussortieren werde. Das muss ich hier ein bisschen am Rand noch mal abschneiden oder wegfallen, weil die Farbe gefällt mir dann doch nicht so gut. Mal gucken. Und dann habe ich hier noch mal Flügel. Etwas andere, diesmal wie gerade eben, auch in diesem Braun. Finde ich sehr schön. Auch die Form finde ich sehr schön. Gefällt mir. Nehme ich mal hier das Runde. Dann habe ich ja hier oben diese Wasseroptik.
Ja, ein kleines Luftbläschen habe ich hier auch. Ich glaube, an den Seiten habe ich auch ein bisschen hier. Ne, das kommt von der Form. Aber gefällt mir auch gut, auch die Farbe, das Pigment, was ich hier genutzt habe. Oder beide Pigmente, zwei Pigmente sogar. Habe ich einmal hier die. Wie gesagt, ich hatte dieses Pigment, was ich hier habe, habe ich ja auch hier bei dem Buch hier verwendet. Ja, nee, also ich denke mal, das würde ich wirklich aussortieren, das Pigment, weil es gefällt mir dann doch nicht so gut. Dann nochmal eben blau, so kleine Katzen. Und hier dann auch nochmal die Pfoten. Diese Form finde ich auch sehr schön. Einmal diese hier und hier diese. Weil aus denen kann man auch schön selber Cambouchons machen. Weil ich finde, die haben auch hier die richtige Höhe, Dicke. Ja, dann sind die nicht ganz so wuchtig. Schon mal sehr schön. So, dann haben wir das. Dann haben wir einmal dieses Herzchen. Hier habe ich auch zwei verschiedene Pigmente genutzt. Einmal und eigentlich ein transparent rosa, rot aus dem Nail Art Bereich. Da hatte ich aber ein bisschen viel reingetan ins Harz. Und hier, das ist so ein neonpinkes Pulver, was ich mit zugemischt habe. Und das hat sich, ich finde das wunderschön, hat sich das hier unten abgesetzt. Gefällt mir ganz gut. Nur das Rote hätte ruhig ein bisschen transparenter sein können, aber nun gut. So, dann habe ich das hier, das ist auch ein. Was war das denn gewesen? Ach so, ja, genau, das war ein Highlighter-Pigment gewesen. So ein Lavendelton, so ein leichter Lavendelton. Ja, das gefällt mir aber auch ganz gut. Und ich denke mal, ja, ich habe hier ein bisschen. Die Form war nicht sauber. Naja, egal. Aber finde ich auch schön. Und hier bei dem habe ich wieder die Harzreste, die übergeblieben sind, zusammengegossen. Und ich glaube, ich hätte das ein wenig besser verrühren sollen, weil hier in der Mitte habe ich so wie so ein Goldschimmer. Das kann man hier auch gut erkennen, sag ich jetzt mal. Genau hier. Und ich glaube, das hätte ich nochmal so durchrühren müssen. Weil so an sich gefällt mir das ja halt nur dieser komische goldbrauner Fleck in der Mitte. Der, naja, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ja, Leute, das war es jetzt auch schon von mir gewesen. Das war jetzt mein Pop-out-Video. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ich werfe mir jetzt eine Schmerztablette nochmal rein und wir hören uns beim nächsten Video. Tschüss.